Hallo und auch heute eine Legung für dich. Und zwar konzentriere dich. Was sollst du auch wirklich wissen mit der Zwillingsflamme? Ja, also da ist er, da ist der Brief und der Treue. Wow, und ein sinnlicher Brief und zwar mit dem Herzensweg. Wie cool ist das? Ja, dann lass uns doch die Karten hier direkt schon auslegen. Also ich sehe das jetzt hier schon, das ist hier eine Einladung für dich, ja? Mit Treue und sag, komm doch, ich lade dich ein. Also es könnte jetzt auch wirklich der Fall sein, denn bis jetzt hat deine Zwillingsflamme hier auch vielleicht gehadert und hat vielleicht was immer in der Länge gezogen. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Vielleicht hat er auch wirklich hier, wie gesagt, auch immer wieder ja, so hin und her abgewägt. Vielleicht auch die Liebe hatte sich verboten. Aber wisst ihr was, wenn das karmisch ist, das heißt, also der kann nicht anders. Der kann gar nicht anders, als dich wirklich hier einzuladen. Ne? Der kann ja gar nicht anders, ne? Der kann ja gar nicht anders. Und soweit ich das sehe, wie gesagt, aus dem Vorleben spielt das hier eine Rolle. Ne? Aus dem Vorleben, wie gesagt, spielt das hier eine Rolle, ja, die Blockaden zu lösen. Und das Ganze so richtig zu entfalten. Denn ich sehe jetzt hier schon, das spielt hier schon, wie gesagt, eine Rolle. Ja, wie soll ich das denn sagen? Hoffnung hat er. Und Wunscherfüllung wünscht er sich. Da steht auch das Glück für ihn. Also auf jeden Fall geht es darum, was ihm nervös macht, sind die Verstrickungen, die zwischen euch da waren. Also was heißt Verstrickungen? Dass das halt schwierig sein könnte. Ja, das macht ihm so ein bisschen nervös. Soweit sehe ich das. Aber er ist jetzt wirklich dabei, eine neue Richtung einzuschlagen. Ja, und er ist auch wirklich dabei, das schlau anzustellen. Der wird mit dem Neuanfang, wie gesagt, auf dich zukommen. Ja, und ich sehe jetzt hier schon, also auf jeden Fall, dass es in der Tiefe Seelenebene mit euch geht. Und also Romantik ist auch wirklich da. Und also das wird öffentlich gelebt und der beobachtet dich. Aha, der beobachtet dich, das heißt, also der hat alles im Blick, also ob du glaubst oder nicht. Also der hat alles im Blick und die Blockaden sehe ich hier. Die Blockaden sind auch, wie gesagt, also der ja, hat schon Aufbruchstimmung in deine Richtung. Und hier ist wieder der Wegkarte, der wird auch auf dich zukommen. Braucht noch so ein bisschen Zeit, bis es beständiger wird. Das ist so ein bisschen im Verborgenen, weil der weiß noch so nicht so recht. Ne? Also, ich habe hier noch einige Klärungskarten und die würde ich jetzt gerne nutzen. Also Blockade. Blockade hat mit Erkenntnis, mit der tiefe Weisheit zu tun. Wenn er das erkannt hat, dann wird er das auch wissen. Und dann gibt es natürlich hier auch wirklich soweit Veränderungen. So, hier ist die Blockade. Ja, das ist im Grunde, also die Angst. Die Angst könnte hier eine Rolle spielen. So, und die Zeit, also die Zeit ist immer halt relativ. Wir haben ja auch so keine Zeit, das ist ja linear. Also so auf jeden Fall, die Zeit ist immer im Hier und Jetzt, ne? Und, ja, warum verbietet er sich das? Weil er nicht ganz ehrlich mit sich selber ist, aber wir wollen jetzt gucken, was ist mit dem Brief zu tun. Oh, ein sehr schöner Brief wird das sein. Ich sag doch, es wird eine Einladung sein. Wird es denn romantisch sein? Oh ja, du bekommst hier die Romantik pur, wunderbar. Und eine letzte Karte habe ich. Wo soll man das denn hier hinlegen? Wo soll man das denn drauflegen? Ja, auf den
Zwillingsflammen, also mit ganz tiefen Gefühlen, kommt er zu dir. Ja, komm, ich lasse noch eine Herzkarte springen. Nanu? Ja, allein die Zeit. Ich werde verrückt. Die Zwillingsseelen, mehr sage ich nichts. Wunderbar, ich wünsche dir einen tollen Tag. Und, also wenn du heute noch bei dem Harmonieritual dabei sein magst, also Venus, Opposition, Uranus, dann reserviere dir einen Platz. Du kennst das. Ich mache die magische 7, mehr wie 7 Teilnehmer kann ich nicht annehmen. Ich freue mich auf dich, sichere dir einen Platz und sage Dankeschön und bis morgen.